Hallo meine Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu euren 3 Tagesbotschaften für heute, für morgen und für übermorgen. Ihr wisst, es sind die Wochenendbotschaften. Wenn du heute am Veröffentlichkeitstag am Freitag schaust, dann gilt es für Freitag, Samstag und Sonntag. Das Video ist aber natürlich wie immer zeitunabhängig. Wenn du es an einem anderen Tag schaust, dann gilt es dann natürlich für den Tag, wo du schaust und die 2 weiteren Tage. Wir werden gleich 3 Karten aus dem Endemore-Kartendeck ziehen für unsere Hauptüberschriften. Dann natürlich eine Karte aus dem Engeltarot und ein Engeleinchen abschließend zur Abrundung auch. Vorerst möchte ich aber ganz kurz nochmal hinweisen, denkt dran, heute die letzte Runde bzw. die letzte Woche vom Gewinnspiel. Ja, es geht schon wieder vorbei, ne? Der 4. Advent. Der dauert noch ein bisschen, aber das Gewinnspiel für den 4. Advent ist halt diese Woche. Es gilt noch bis Sonntag einschließlich. Denk dran, wer nicht geguckt hat oder das erste Mal mein Orakel schaut, schau mal bitte dann am Montag diese Woche im Krafti-Orakel mal nach. Hör es dir an. Natürlich würde ich mich sehr freuen und unterm Krafti-Orakel, also unterm Video in der Beschreibung findet ihr dann auch das Gewinnspiel und die ganzen Bedingungen auch dazu, beziehungsweise auch was ihr halt dann auch dafür machen dürft, müsst, sollt, wenn ihr jetzt noch in der letzten Runde mit teilnehmen wollt. Ich würde mich freuen. Natürlich, weiterhin gibt es natürlich im Dezember immer wieder unter den Videos mal eine Rabattierung, limitiert natürlich, weil ich kann ja nicht nur Karten legen. Ich habe ja noch einen Fulltime-Job als Coach und Trainer. Deswegen immer zwischendurch mal schauen. Unter den Videos fehlt ja die Bonbons, die ich dann nicht ankündige. Ich habe es halt nur am Mittwoch angekündigt, aber wer am Mittwoch nicht gesehen hat, das Orakel, ja, der weiß es nicht oder die weiß es auch nicht, was am Mittwoch war, aber das war auf jeden Fall angekündigt, ansonsten ist es im Video, sind die Rabattierungen nicht angekündigt. Na gut, ich würde sagen, wir starten jetzt mal hier. Ich bin auch schon ganz gespannt, was uns die Karten hier sagen möchten, aufzeigen möchten, unterstützen wollen auf jeden Fall, weil das wollen sie uns immer. Die meinen es nie böse, auch wenn wir mal Karten bekommen, aus denen wir ein bisschen mehr Lernfaktoren ziehen dürfen. Manchmal nicht immer nur das Positive, nicht immer die rosaroten Wolken. Aber das heißt ja nicht, dass es heute auch so sein darf, muss, soll. Ne? So. Okay, dann haben wir hier, da haben wir die neuen Wege, die Entscheidungen. Da haben wir das Kleeblatt und das Herzilein. Ach, wie schön, das Herzilein. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt, oder? Zumindest habe ich das jetzt gar nicht mehr so präsent in den Tagesbotschaften. Auf jeden Fall neue Möglichkeiten, neue Entscheidungen, neue Optionen, neue Wege etc. Und das schnell mit dem Aufbauglück in der lieben Liebe. Bei dem einen oder anderen wird es auch tatsächlich in der lieben Liebe sein. Und bei dem anderen oder bei der anderen wird es vielleicht auch bezüglich ja, Herzangelegenheiten etwas sein, ne? Dass wir im Endeffekt alles, was uns am Herzen liegt, dass das jetzt hier schnell kommen darf mit neuen Möglichkeiten, neuen Impulsen, Entscheidungen, dass wir da was kreiert bekommen, vielleicht im Job, in der Selbstständigkeit, im Privaten, im Häuslichen, was auch immer auch. Ne? Was, also wirklich alles, was euch gerade so am Herzen liegt, da habt ihr auf jeden Fall das Wachstumsglück an der Seite, das schnelle kleine Glück und ich sage immer, ich finde es viel, viel wertvoller, wenn wir darauf aufbauen können, dass wirklich unser Herz weiterhin auch lachen darf, sich freuen darf, dass wir glücklich sind, als wenn wir das große Ganze direkt bekommen, was auch dann wieder schneller verpufft, das wisst ihr auch. Ne? Aber die Entscheidungen, die neuen Wege, die neuen Möglichkeiten kommen hier auf jeden Fall. Jetzt schauen wir uns aber mal hier das Engeltarot unterstützend dazu an, was es uns diesbezüglich auch zeigen möchte und sagen möchte, weil dann wird es meistens noch ein bisschen konkreter. So, da nehme ich mir genau diese Karte für uns. Und natürlich ein Engeleinchen auch. Dann nehmen wir uns das hier. So, was haben wir da im Engeltarot für eine Karte gezogen? Ritter der Erde,
Ritter der Erde, loyal, hingebungsvoll, ehrenhaft, gütig. Zeit anzupacken und die Dinge zu erledigen. Löse dein Versprechen ein. Ein Schutzengel. Das sind ja auch mal wieder schöne Botschaften, ne, was wir hier in Anführungsstrichen auch zu tun haben. So, ja, Entscheidung, neuen Wege hier. Die kommen schnell. Schneller als wir denken, ne? Und ich finde es total schön, wenn das so auch noch heißt, Zeit anzupacken und die Dinge zu erledigen. Ja, Entscheidungen auch treffen und schnell auch. Also sprich auch intuitiv und immer auch nach dem Herzen entscheiden, ne? Auch ganz wichtig. Löse deine Versprechen ein. Vielleicht darfst du auch jemand anderem aufzeigen, neue Möglichkeiten, Kompromisse, die dich, euch auch wachsen lassen. Ne? Das kann auch gut sein. Wichtig ist für mich auf jeden Fall hier, dass es darum geht, auch die Entscheidungen zu treffen und diesbezüglich dann halt auch in das Wachstumsglück auch gehen zu können, weil manchmal muss man einfach den Weg erstmal frei machen, bevor man hier auch in die Liebe gehen kann oder in dem Moment, dass das Herz allgemein, ich habe euch ja vorhin gesagt, das geht auch um alle Herzangelegenheiten, dass wir da auch in unsere Stabilität, unsere Balance kommen, dass unser Herz, unsere Seele halt auch glücklich ist, ne? Und loyal, hingebungsvoll, ne? Und mit einem Schutzengel halt auch noch. Und manchmal dieses löse deine Versprechen ein, heißt nicht immer auch einer anderen Person gegenüber, sondern dir mal selbst treu zu sein, das, was du dir vorgenommen hast, auch endlich mal zu realisieren, endlich mal zu sagen, ja, ich möchte jetzt meine Liebe spüren, mein Selbstbewusstsein, meine Selbstliebe, meine Motivation hierzu bringen die Karten jetzt auch. Ne? Du kriegst es also nochmal, du hast es vielleicht schon im Gedanken, aber die Karten sagen dir nochmal, die neuen Wege möchten kommen. Die möchten peu à peu dein Herz wieder lachen sehen. Und ich finde das total schön, wenn wir auch diese Aufforderung auch mal bekommen, löse deine Versprechen auch ein. Wie oft sind wir in unseren Gedanken, in unseren Vorhaben schon viel, viel weiter und dann kommt irgendwas, ich will nicht sagen, macht es kaputt, aber es hat dann wieder vorher Priorität und wir stellen uns wieder hinten an, obwohl wir vorher gesagt haben, wir machen das erstmal jetzt für uns. Wie oft verschieben wir irgendwas, weil wir anderen was Gutes tun wollen, weil wir anderen everybody's darling sein wollen, wir wollen nicht in die Konfrontation gehen, wir wollen nicht in die Diskussion gehen, wir stehen nicht für uns ein und deswegen ist es auch mal ganz wichtig, diese Karte auch für uns zu nehmen, löse deine Versprechen ein, die du dir selbst auch gegeben hast, damit du hier in deinen Wachstumsglück auch gehen kannst, damit du endlich diese Entscheidung auch triffst. Du hast die ganzen Optionen, jetzt hast du diese ganzen Optionen, Herzangelegenheiten, du hast neue Möglichkeiten, dann mach es auch. Wir schauen uns mal das Engeleinchen, Gedankenübertragung, das finde ich ja interessant, die muss ich mir jetzt mal gleich mal richtig angucken hier. Ich hülle dich in Licht, nehme dich in mein Herz, und genieße unsere Verbindung. Wow. Und das zu Herzangelegenheiten, oder? Hier mit dem Herzilein. Und es wird auch viele wirklich auch in Herzangelegenheiten bei Personen auch betreffen. Weil Gedankenübertragung ist hier dieses Intuitive halt auch. Was ich vorhin auch sagte, auch so, wir wissen so oft, was zu tun ist. Ne? Nur wir stellen uns immer hinten an. Das heißt nicht, dass es positiv ist, weil wir immer zuerst an die anderen denken, immer noch Arbeit vom Kollegen, Kollegin übernehmen, zu Hause alles doppelt und dreifach machen, damit andere nichts zu tun haben oder der Rücken freigehalten wird. Ganz ehrlich, immer ist es auch nicht gut, weil letztendlich, wenn wir zu viel geben, wird es auch sehr als selbstverständlich angenommen. Und das dürfen wir auch mal zwischendurch mal auch mal reflektieren, auch mal unseren Wert dann auch sehen. Ne? Das ist auch ganz wichtig. Auf jeden Fall. Für mich ist es total schön, allgemein, das habe ich vorhin auch gesagt, zu sehen, dass wir an uns denken, dass wir die Entscheidungen, die neuen Wege, die neue Möglichkeiten jetzt annehmen sollen, müssen. Definitiv, damit wir unser Glück spüren, damit es Wachstumsglück geben, damit peu à peu hier wieder auch lieben können, glücklich sind. Und Gedankenübertragung hiermit, ich hülle dich in Licht, nehme dich in mein Herz und genieße unsere Verbindung. Das kann mit Herzmenschen sein, mit Freunden, Familie etc. Mit deinem Schutzengel, der hier auch nochmal steht. Ne?
Es ist wichtig, dass du dich da für dich auch frei machst. Es ist Zeit anzupacken und die Dinge zu erledigen. Löse deine Versprechen ein. Dir selbst vielleicht, Fragezeichen, das sage ich jetzt, ein Schutzengel. Also ist auch nochmal integriert hier. Also hier ist wirklich jetzt für die 3 Tage ganz viel Liebe hier im Wachstum. Absolut. Treffe auch die Entscheidung, damit du diese Wärme, dieses tolle Gefühl, diese Seelenbalance, diese Herzzufriedenheit auch spüren darfst, diese Gedankenübertragung zum Beispiel auch. Ne? Das kommt mir jetzt gerade auch mit der Karte, nämlich auch noch so dieses Einssein, ne? Zusammenwachsen, Wachstumsstück zusammenwachsen, vielleicht die Entscheidung zu treffen, zusammenzuziehen, den nächsten Schritt zu machen. Es ist Zeit, oder es ist Zeit anzupacken und Dinge zu erledigen. Du wirst schon wissen, was hier gemeint ist. Ihr Lieben, dicken, fetten Megadrücker, denkt noch dran, letzte Woche fürs Gewinnspiel, beziehungsweise auch dann ist es zu Ende für 2023, also für den 4. Advent noch fleißig bis Sonntag mitmachen. Im Kraft-Orakel von Montag könnt ihr alles nachlesen. Ich wünsche euch hier mal ganz viel Glück. Es geht im Dezember natürlich weiter, auch mit Rabatten. Und dann sehen wir und hören uns hoffentlich bald im nächsten Video. Und nicht vergessen, den Daumen nach oben zu geben. Ich danke euch. Dicken, dicken Drücker. Tschüss.